Hallo und willkommen beim Money Trail. Heute geht es um das internationale Bankenkartell. Von den Rothschilds über die Morgans bis zur Federal Reserve. Wer kontrolliert das Geld der Welt? Die vier Reiter des Bankwesens, Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup und Wells Fargo, besitzen die vier Reiter des Öls. ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP und Chevron Texaco, zusammen mit der Deutschen Bank, BNP, Barclays und anderem europäischen Geldadel. Aber ihr Monopol über die Weltwirtschaft endet nicht am Rande der Ölfelder. Aus ihren jährlichen Berichten an die Börsenaufsichtsbehörde geht hervor, dass die vier Reiter des Bankwesens zu den Top 10 Anteilseignern praktisch jedes Fortune 500 Unternehmens gehören. Tatsächlich befinden sich 52% der New Yorker Federal Reserve Bank im Besitz folgender 8 Familien: die Rothschilds, Goldman Sachs, Lehman, die Lazards, die Warburgs, die Kuhn Loebs und die Israel Moses Thieves. Die letztgenannte Familie stieg nach ihrer Ankunft in Europa in Genua in das Bankengeschäft ein. Das sind wirklich alte Familien. Und wie heißt es so schön? Geld bringt Geld und man muss Geld haben, um Geld zu machen. Tja, diese Leute hatten schon im 16. Jahrhundert oder so Geld. Viele schätzen, dass die Rothschilds, die reichste dieser Familien, heute über 100 Billionen Dollar wert sind. Das internationale Bankenkartell ist ein Konsortium aus ca. 15 bis 20 bis 25 internationalen Großbanken mit großem politischen Einfluss. Das sind diese Banken überall auf der Welt, die zu groß zum Scheitern sind. Sie sind zu groß zum Scheitern und zu groß, um sie ins Gefängnis zu stecken. Und sie kontrollieren im Wesentlichen die privaten Zentralbanken der Welt. Denn in den meisten Nationen, den USA, Großbritannien, Deutschland, Japan und so weiter, ist die Zentralbank eine privat kontrollierte Institution, selbst wenn es formal nicht immer den Anschein macht, dass sie in Privatbesitz sind. Die Kontrolle, die diese Bankiersfamilien über die Weltwirtschaft ausüben, kann nicht überschätzt werden und ist absichtlich in einen Mantel der Geheimhaltung gehüllt. Die von ihnen kontrollierten Konzernmedien sind schnell zur Stelle, wenn es darum geht, enthüllende Informationen über das private Zentralbankenkartell als Verschwörungstheorie zu verunglimpfen. Aber das ändert nichts an den Fakten. In meinem Buch geht es darum, wie sie ein komplettes Monopol über die drei wertvollsten Handelsgüter der Welt aufgebaut haben: Waffen, Drogen und Öl. Und was noch schlimmer ist, sie haben die Zentralbanken aller Nationen übernommen. Nicht nur die Federal Reserve, sondern auch die Bank von England, die Bundesbank, die Bank von Frankreich, die Bank von Australien und so weiter. Dass so etwas passieren kann, ist echt schräger als Fiktion. Diese Bankenkartelle benutzen Fiat-Währungen, wobei sie einfach Geld drucken und mehr verleihen, als sie eigentlich in Reserve haben, und die Regierungen müssen diese Gelder dann decken. Wir haben die Royal Bank of Scotland, wir haben HSBC, die alte Hong Kong Shanghai Banking Corporation, Lloyds Bank TSB, die HBOS übernommen haben, die Bausparkasse, dann die Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase, UBS, Credit Suisse, die Deutsche Bank und die Westdeutsche Landesbank, Société Générale aus Frankreich, die Mitsubishi UFJ aus Tokio, Norwin Chukin aus Japan, die Royal Bank of Canada und Rabobank aus Holland. Société Générale of France, the Bank of Tokyo Mitsubishi UJF, Norin Chukin of Japan, Royal Bank of Canada and Rabobank of the Netherlands. Now that group, diese Gruppe, 15 oder 16 Banken, sind praktisch das Herz des Kartells. Ein wichtiger Treuhänder für den Reichtum der globalen Oligarchie, die diese Bank-Holding-Gesellschaften besitzt, ist die US Trust Corporation, die 1853 gegründet wurde und jetzt im Besitz der Bank of America ist. Walter Rothschild war noch kürzlich Mitglied des Verwaltungsrates und Treuhänder. Weitere Mitglieder sind unter anderem Daniel Davidson von JP Morgan Chase, Richard Tucker von ExxonMobil, Daniel Roberts von Citigroup und Marshall Schwartz von Morgan Stanley. Es ist praktisch so, dass diese Familien die Gelddruckmaschinen bedienen. Sie sorgen dafür, dass sich Staaten, Individuen und Unternehmen verschulden. Und wenn dann alle Schulden haben und die Kredite nicht mehr rückzahlbar sind, kommen diese Banker und reißen sich die Sachwerte unter den Nagel. Das Haus, das Auto oder die nationale Zementfabrik Mexikos, wie es in der mexikanischen Schuldenkrise 1997 passierte. Die Antwort auf diese Krise war, dass die Aktivposten des Staates an Unternehmen wie Asarco abgegeben wurden. BNN hat sich die mexikanische Eisenbahn gekrallt. Es ist pure Abzocke. Und jetzt zur größten und vielleicht ältesten der modernen Bankerdynastien. Meine Damen und Herren, die Rothschilds. In
1694 tat sich William III. Mit britischen Aristokraten zusammen, um die private Bank von England zu gründen. Die Rothschilds und ihre inzüchtigen 8 Partnerfamilien haben sich sukzessive die Kontrolle über diese Bank gesichert. Mayer Amschel Rothschild sagte: "Es kümmert mich nicht, wer die Politik eines Landes bestimmt, solange ich die Währung kontrolliere." Als Amschel Mayer Bauer das Geschäft erbte, entschied er sich, seinen Namen Rothschild zu ändern. Amschel verstand schnell, dass Regierungen und Königen Geld zu leihen profitabler war, als es an Individuen zu verleihen. Denn nicht nur war der Umfang der Kredite so größer, man hatte auch die Steuergelder der Bevölkerung als Sicherheit. Mayer Rothschild hatte 5 Söhne. Er bildete sie alle im Handwerk der Geldschöpfung aus und entsandte sie dann in die wichtigen europäischen Hauptstädte, um Zweigstellen der Familienbank zu eröffnen. Sein erster Sohn, Amschel Mayer, blieb in Frankfurt, um die Stammfiliale zu betreuen. Sein zweiter Sohn, Salomon, wurde nach Wien geschickt. Sein dritter Sohn, Nathan, war offensichtlich der cleverste von allen. Er wurde mit 21 nach London geschickt, im Jahr 1798, 100 Jahre nach der Gründung der Bank von England. Der vierte Sohn, Karl, ging nach Neapel und der fünfte Sohn, Jakob, ging nach Paris. Die Rothschilds wurden schon bald unglaublich reich. Mitte des 19. Jahrhunderts dominierten sie das europäische Bankwesen und waren sicherlich die reichste Familie der Welt. Die Rothschilds waren eine deutsche Bankiersfamilie. Ihr ursprünglicher Name war Bauer. Sie änderten diesen Namen in Rothschild. Die Söhne von Mayer Amschel Bauer Rothschild wurden nach ganz Europa ausgesandt. Sie finanzierten bei Konflikten alle Parteien. Ich glaube, der berühmteste Fall war, als sie sowohl den Duke of Wellington als auch die Armee von Bonaparte finanzierten. Sie finanzierten den Krimkrieg, sie finanzierten Napoleon und Wellington, also jeweils beide Seiten des Konflikts. Das war ihr System. Sie gaben den europäischen Königshäusern Kredite, sodass diese ihnen dann Geld schuldeten. Das ist das Schlachtfeld von Waterloo, ca. 300 Kilometer nordöstlich von Paris im heutigen Belgien. Hier erlitt Napoleons Armee ihre letzte Niederlage, aber erst nachdem tausende Franzosen und Engländer an einem heißen Sommertag im Juli 1815 ihr Leben ließen. Der Ausgang dieser Schlacht war ungewiss, und hätte Napoleon ein paar Stunden früher angegriffen, hätte er wahrscheinlich gewonnen. Aber unabhängig vom Ausgang der Schlacht plante Nathan Rothschild in London die Kontrolle über den britischen Aktien- und Anleihenmarkt und vielleicht sogar über die Bank von England an sich zu reißen. Egal, ob die Rothschilds sich dabei die Kontrolle über die Bank von England, die reichste und die erste private europäische Zentralbank, sicherten, eins steht fest. Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Rothschilds die absolut reichste Familie der Welt. The first privately owned central bank in a major European nation and the wealthiest. One thing is certain, by the mid-1800s, the Rothschilds were the richest family in the world, bar none. Nachdem sie über 2 Jahrhunderte im Geheimen operierten und verschleierten, wie viele Anteile an Unternehmen sie wirklich besitzen, gibt es keine verlässlichen Informationen über das wahre Ausmaß ihres Reichtums heute. Der Autor Frederick Morton schätzt, dass die Rothschilds 1850 über 10 Milliarden Dollar wert waren. Einige Forscher glauben, dass ihr heutiges Vermögen über 100 Billionen Dollar beträgt. Die Anfänge der Rothschilds lagen darin, dass sie diese Kriege in Europa finanzierten. Dabei wurden sie immer mächtiger und mächtiger. Und die Rockefellers in Amerika wurden zusammen mit der Kuhn-Löb-Familie von den Rothschilds finanziert. Sie finanzierten auch Cecil Rhodes und ermöglichten es ihm, so ein Monopol über die Diamant- und Goldfelder in Südafrika aufzubauen. In Amerika finanzierten sie die Harrimans und die Eisenbahn, die Vanderbilts und die Eisenbahn und die Presse, Carnegie und die Stahlindustrie und viele andere. Während des Ersten Weltkriegs wurde angenommen, dass J.P. Morgan der reichste Mann in Amerika sei. Aber nach seinem Tod fand man heraus, dass er nur ein Stellvertreter der Rothschilds war. Es hieß, dass James Rothschild, der Erbe des französischen Zweigs des Familiengeschäfts, im Jahr 1850 600 Millionen französischer Franc wert war,
150 Millionen mehr als alle anderen Bankiers in Frankreich zusammen. Er baute dieses Herrenhaus, das Château de Ferrier, östlich von Paris. Als Wilhelm I. es sah, sagte er, Könige können sich das nicht leisten. Das kann nur einem Rothschild gehören. Ihre Beziehungen zu den Königshäusern waren von zentraler Wichtigkeit bei der Geldvermehrung der Rothschilds. Und dann übernahmen sie die Kontrolle über all diese Zentralbanken. Um das zu wiederholen, wenn du erst 1 Milliarde Dollar hast, ist es leicht, 10 Milliarden zu machen. Wenn du erst 10 Milliarden hast, sind 100 Milliarden nichts. Wenn man das hat, sind 100 Billionen nichts. Heute kontrollieren die Rothschilds ein weit verzweigtes Finanzimperium, das Mehrheitsbeteiligung bei den meisten Zentralbanken der Welt beinhaltet. Sie sind Gründungsmitglieder des exklusiven 10 Trillion Dollar Club of the Isles, der Konzerngiganten wie Royal Dutch Shell, Imperial Chemical Industries, Lloyds of London, Unilever, Barclays, Lonro, Rio Tinto Zinc und BHP Billiton kontrolliert. Der Club of the Isles wird von den Rothschilds angeführt und auch Königin Elisabeth II. Sowie andere wohlhabende europäische Aristokraten und Angehörige des schwarzen Adels sind Mitglieder. Der Club dominiert die Versorgung der Welt mit Öl, Gold, Diamanten und vielen anderen wichtigen Rohstoffen. Man kann keine Grenze zwischen den Rothschilds und den Adligen ziehen, dann ist es alles eine Suppe. Sie haben auch gemeinsame Investitionen. Die größte von denen ist, glaube ich, der Quantum NV Fund in Curaçao, wo sich interessanterweise auch die größten Ölraffinerien in der westlichen Hemisphäre befinden. Das ist direkt nördlich von Venezuela. Dorthin fließt also das ganze Rohöl aus Venezuela und aus Nigeria. Sie haben dort diese großen Raffinerien, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, und sie haben auch diesen Quantum NV Fund. Da werden eine Menge Offshore-Geschäfte abgewickelt. Was ist mit der amerikanischen Version der Rothschilds? Wer fing in den USA mit den Banken an? Die Morgans hatten von der Wall Street aus die Vormachtstellung in der amerikanischen Finanzwelt und waren quasi die Zentralbank, nachdem George Peabody 1838 in London den Grundstein gelegt hat. Das Finanzimperium der Morgans gewann rund um den Globus schnell an Einfluss. Morgan Greenfield arbeitete in London. Morgan S.C. beherrschte Paris. Die Cousins der Rothschilds, die Lamberts, gründeten Drexel & Co. in Philadelphia. Die Morgans finanzierten die Gründung von AT&T, General Motors, General Electric und DuPont. Wie die Rothschild und Barings Bank in London wurde Morgans zu einem Teil der Machtstruktur in vielen Ländern. Morgan war der offizielle Repräsentant der City of London und des britischen Bankwesens in den USA. Er war Londons Mann in New York City. Das machte ihn zu einer dominanten Machtfigur. Eine Rezession im Jahr 1893 vergrößerte Morgans Macht. In diesem Jahr rettete Morgan die US-Regierung vor einer Bankenpanik, indem er ein Syndikat formte und Regierungsreserven durch die Lieferung von Rothschild-Gold im Wert von 62 Millionen Dollar unterstützte. Jetzt zum Ursprung der heutigen Situation. Woher kommt dieses globale Bankenkartell und wie erlangten sie die Kontrolle über die Finanzen und die Zentralbanken all dieser Nationen? Das führt uns zurück ins Jahr 1895, zu einem Angriff auf die USA, organisiert von London und Morgan. Das Ziel war, den Goldstandard in den USA loszuwerden. Sie kauften also all das Gold auf, mit dem der US-Dollar gedeckt war, und auf dem Höhepunkt dieser Krise gab es ein Treffen zwischen Grover Cleveland und dem Kopf der Morgans zu dieser Zeit. Grover Cleveland war damals US-Präsident und Morgan sagte im Wesentlichen, er und London fordern die Kontrolle über die Staatsschulden der USA. Dann würde der Angriff auf den Dollar aufhören. Ansonsten drohten sie damit, den Dollar zu zerstören und eine Depression auszulösen, die auch das Ende von Grover Cleveland gewesen wäre. Und an diesem Punkt gab Cleveland nach und ließ London und Morgan gewähren. Morgan war die treibende Kraft hinter der Expansion in den Westen der USA, denn durch Stimmbindungsvereinbarungen finanzierten und kontrollierten sie die Eisenbahnlinien, die in den Westen führten. Die Morgans hatten enge Verbindungen zu den britischen Windsors und den Savoys aus Italien. Die Cohn-Lulps, die Warburgs, die Lehmans, die Lazards, die Israel Moses Thieves und die Goldman Sachses hatten ebenfalls enge Verbindungen zu den europäischen Königshäusern. Im Jahr 1895 kontrollierte Morgan den Goldfluss in und aus den USA. Die Morgans finanzierten die Hälfte der Kriege der USA und erhielten Provisionen für das Organisieren von Contractor-Firmen wie GE, DuPont, US Steel, Kennecott und Asarco. Morgan finanzierte außerdem den Burenkrieg der Briten in Südafrika und den Deutsch-Französischen Krieg. Bei der Pariser Friedenskonferenz 1919, bei der die Reparationszahlungen zwischen den Deutschen und den Alliierten vereinbart wurden, hatte Morgan den Vorsitz. Wenn Geld involviert ist, bilden sich merkwürdige Gespanne, wie als die Morgans und die Rockefellers zusammenkamen.
1879 bot Cornelius Rundebilt von Morgan finanzierte New York Central Railroad dem sich entwickelnden Standard Oil Monopol von John D. Rockefeller Vorzugspreise beim Transport, was die Beziehungen zwischen den Rockefellers und den Morgans zementierte. Morgan und Edward Harrimans Banker Kuhn Loeb hatten ein Monopol über die Eisenbahn, während die Bankendynastien von Lehman, Goldman Sachs und Lazard zusammen mit den Rockefellers die industrielle Basis der USA kontrollierten. Die Morgans finanzierten die Eisenbahn. Und der Rockefeller dieser Tage war eigentlich nur ein weiterer Typ auf einem Ölfeld, aber er machte volumenbasierte Deals mit den Eisenbahnen, wodurch er den Transport günstiger abwickeln konnte als seine Konkurrenten. Und nicht nur das, er fing auch an, Öl unter Preis an Raffinerien zu verkaufen. Das zwang viele Leute in Texas und in Louisiana aus dem Geschäft. Denn man kann Öl nicht günstiger verkaufen, als man es fördert, es sei denn, man ist John Rockefeller. Er zwang die anderen also aus dem Geschäft und kaufte ihre Raffinerien. Das ist das wichtigste Beispiel dafür, wie J.P. Morgan mit seiner Eisenbahn bereits früh der Rockefeller-Familie half und umgekehrt. Und heute haben wir J.P. Morgan Chase. Chase war immer eine Rockefeller-Bank, die große. Zusammen mit Citigroup, aber James Stillman und der Harkness-Familie und einigen anderen gehört auch noch ein Teil davon. Aber Chase war immer eine Rockefeller-Bank. Im Versicherungssektor kontrollieren die Rockefellers Metropolitan Life, Equitable Life, Prudential und New York Life. Rockefeller-Banken kontrollieren 25% der Vermögenswerte der 50 größten kommerziellen Banken der USA und 30% der Vermögenswerte der 50 größten Versicherungsgesellschaften. Zu den Unternehmen unter Kontrolle der Rockefellers gehören ExxonMobil, Chevron Texaco, BP, Marathon Oil, Freeport McMoRan, Quaker Oats, Asarco, United Delta, Northwest, ITT, International Harvester, Xerox, Boeing, Westinghouse, Hewlett-Packard, Honeywell, International Paper, Pfizer, Motorola, Union Carbide und General Foods. Wenn wir über das internationale Bankenkartell reden, was ist mit der amerikanischen Federal Reserve? Wo steht die Fed? Die Federal Reserve ist im Zentrum dieser Sache. Es ist wirklich eine der bestimmenden Institutionen. Übrigens möchte ich bemerken, dass ich darüber auch in meinem Buch Surviving the Cataclysm schreibe, dein Führer durch die größte Finanzkrise der Menschheitsgeschichte. Und hier auf dem Cover haben wir die Fed, wie sie zusammenbricht. Jeder, der weiß, wie der Hase läuft, ist sich im Klaren darüber, dass die Federal Reserve Bank die US-Regierung kontrolliert. Sie kontrolliert jeden Aspekt der Wirtschaft. Und sie wiederum wird nach den Regeln einer internationalen Bank kontrolliert. Basel III, so heißt die Vorgabe, nach der alle privaten Zentralbanken operieren. Und das Gesetz kommt aus dem Ausland, was bedeutet, dass die Federal Reserve eine verräterische Institution ist, die die Souveränität Amerikas zerstört oder bereits zerstört hat, genauso wie die Europäische Zentralbank und die Banken rund um die Welt, überall, wo diese Rothschild-Zentralbanken operieren. Every nation where these Rothschild central banks operate out of. Was ist mit der Zentralbank der Zentralbanken, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel in der Schweiz? Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist die mächtigste Bank der Welt. Eine globale Zentralbank für die 8 Familien, die die privaten Zentralbanken in fast allen westlichen und Entwicklungsländern kontrollieren. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist im Besitz der Federal Reserve, der Bank von England, der Bank von Italien, der Bank von Kanada, der Schweizer Nationalbank, der Bank der Niederlande, der Bundesbank und der Bank von Frankreich. Natürlich ist das eine zwielichtige Institution. Verschlossen, reich, nicht rechenschaftspflichtig, ohne Transparenz, es gibt keine TV-Kameras, gar nichts, alles ist geheim. So etwas wie dies muss zu einem Ende kommen. Es ist sicher schwer, darüber etwas herauszufinden. Die BIZ in Basel in der Schweiz ist die Zentralbank der Zentralbanker. Sie steckt ihren Kopf normalerweise nicht raus. Sie ist im Besitz der gleichen Familien und zeigt sich praktisch nur in Zeiten extremer Krisen. Die BIZ operiert in Basel seit, ich glaube, 1931 oder 1932. Sie kommt aus einer entfernten Welt, die unserer Welt aber gar nicht so unähnlich ist. Wenn man zurück in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg geht, waren Reparationen die gefährlichste Art finanzieller Schuld.
Deutschland musste nach dem verlorenen Krieg und der zugewiesenen Kriegsschuld, die historisch nicht korrekt ist, aber Milliarden Dollar bezahlen. Es war aber unmöglich, diese Reparation zu bezahlen. Deutschland konnte das einfach nicht bezahlen. Lord Keynes erkannte dies seinerzeit, so wie viele andere auch. Es gab also permanent Versuche, die Reparationen zu reorganisieren, um sie am Laufen zu halten. Zum Beispiel mit dem Dawes-Plan von 1923-24 und dann gab es den Young-Plan von 1931-32, der auch die BIZ schuf. Der Historiker Carol Quigley schrieb in seinem epischen Buch Tragedy and Hope, dass die BIZ Teil eines Plans war zur Erschaffung eines weltweiten Systems zur finanziellen Kontrolle, welches sich in privaten Händen befinden und die politischen Systeme jedes Landes und jeder Volkswirtschaft als Ganzes kontrollieren sollte. Dieses System sollte auf eine feudalistische Art und Weise geführt werden, und zwar über die Zentralbanken der Welt, welche durch geheime Abkommen in Übereinstimmung agieren würden. Das internationale Bankenkartell, das die Zentralbanken von allen bis auf drei Nationen kontrolliert, operiert entsprechend der Regulierungen einer internationalen Institution, der BIZ in Basel in der Schweiz. Und die Zentralbanken der Welt, von den USA über Russland bis nach China, richten sich alle nach Basel III. Der Übergang in dieses System findet jetzt gerade statt. Basel III beschreibt das Regelwerk für all diese Banken. Und es gibt komplexe Organisationen, internationale Organisationen und Geheimgesellschaften, die den Willen dieser Banken durchsetzen. Und die Führungsriege dieser Gruppen sind die großen Anteilseigner der BIZ. Die BIZ hält mindestens 10% der Reserven für mindestens 80 Zentralbanken, den Internationalen Währungsfonds und andere multilaterale Institutionen. Sie fungiert als Finanzberater bei internationalen Abkommen, sammelt Informationen über die Weltwirtschaft und dient als Kreditgeber in letzter Instanz, um einen Finanzkollaps zu verhindern. Sie diente als Verbindungsmann der 8 Familien bei der Finanzierung Hitlers, die von Warburg, J. Henry Schröder und der Mendelssohn-Bank aus Amsterdam angeführt wurde. Viele Forscher sind sich einig, dass die BIZ die größte Geldwäscheinstitution des weltweiten Drogenschmuggels ist. Es ist ein Bankenkartell, das Geld aus dem Nichts druckt und von den Leuten Zinsen dafür verlangt. So finanziert es seine Kriegsmaschine, die sich im russischen Militär und im US-Militär und im chinesischen Militär zeigt. Und sie spielen die verschiedenen Nationen und Bevölkerungen gegeneinander aus, um den Planeten zu versklaven und ihre Macht zu festigen. Politiker erklären oft Kriege, aber wer sind die wahren Kriegstreiber? Wer sind die Leute, die die Kriege finanzieren? Wer sind die wahren Kriegsprofiteure? Die Kontrolle über die Geldschöpfung und die Wirtschaft ist nur ein Teil der Macht, die die internationalen Banker über uns haben. Ihr nächstes Profitwerkzeug ist Krieg. Seit der Gründung der Federal Reserve 1913 scheint es, als wären wir permanent irgendwo im Krieg gewesen. Es gibt einen Grund dafür. Es ist wichtig zu verstehen, dass Krieg für einen internationalen Banker die lukrativste Geschäftsmöglichkeit überhaupt ist. Denn dadurch wird eine Nation nicht nur gezwungen, noch mehr Geld von der Federal Reserve gegen Zinsen zu leihen, sondern das bedeutet auch große Investitionen bei Rüstungsunternehmen. Waffen, Drogen, Öl. Wenn man sich die Zahlen ansieht, sind das die drei wertvollsten Handelsgüter weltweit. Wenn du ein Banker bist, wirst du also Krieg wollen. Du kannst dann beiden Seiten Öl und Waffen verkaufen und Drogen durch das Kriegsgebiet schmuggeln. Und keiner wird das wirklich mitbekommen. Und du kannst die Gelder dabei leicht waschen. Da wird mit Stapeln von 100-Dollar-Scheinen gehandelt. Auch Gold, Diamanten und all diese Dinge werden in Kriegsgebieten als Währung benutzt. Und natürlich besitzen sie auch die Verteidigungskontraktor wie Lockheed Martin und BAE, British Aerospace. Die sind im Besitz von allen großen Verteidigungskontraktoren. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Folgen Sie auch weiterhin der Spur des Geldes mit mir, Amir Afar.